Handwerk ist es so, dass man eigentlich noch weiß, wo man das Fleisch herbezieht, aus der Region, die Ware bekommt oder die Tiere bekommt und dass man mit Naturgewürzen arbeitet, mit so wenig wie möglich Zusatzstoffe und dass einfach die Leute auch nachvollziehen können, wo das Fleisch quasi herkommt, vom Bauern bis zum Metzger, über die Theke zum Kunden. Und bei der industriellen Wurst ist es so, dass ja die Industrie kauft da, wo es am billigsten herkriegt, auch vom Ausland. Und mit der Fertiggewürze quasi auch so viele Zusatzstoffe beimischt, um den Glanz von einer Wurst herzustellen, die auch noch in 2 Wochen gut ist. Und ja, die Farbhaltung, Stabilisator für Geschmack und Frische, das alles so garantiert und das ist in der Hand im Handwerk, ist einfach so, wir mahlen die Wurst so, wie sie gebraucht wird. Wenn ich sie verkauft habe, mache ich dann neue und produziere auch keine Wurst über, die dann 2 oder 3 Wochen im Kühlschrank liegen soll.